Thema Gleichungen hier eine Übersicht an Gleichungstypen. Also auf der Doppelseite gibt es 4 Gleichungstypen, Typ 1, Typ 2, Typ 3 und Typ 4. Und ich würde mal behaupten, jede Art von Gleichung, die ihr irgendwie lösen können müsst, gehört zu einem von diesen Gleichungstypen. Und wenn ihr dieses Raster sozusagen gut im Kopf habt, dann wisst ihr erstens mal, hey, kann ich überhaupt die Gleichung, muss ich die Gleichung lösen können oder habe ich mich vielleicht verrechnet? Und zweitens, wie funktioniert es? Also wie löse ich die Gleichung? Weil es gibt eigentlich nur 4 Strategien überhaupt, wie ich eine Gleichung löse. Schauen wir es uns an. Also hier in zeilenweise sind immer die Funktionstypen dargestellt. Wir haben ja nur Funktionen, wir haben Geraden, wir haben Parabeln, wir haben Funktionen dritten Grades, vierten Grades und wir haben Exponentialfunktionen. Okay, und was ich auch noch dazu sagen muss, alle Gleichungen hier, die ihr seht, die werden auf der nächsten Doppelseite ausführlich gelöst. Also hier geht es nur darum, dass er die praktisch die in den Raster zu bringen und hinsichtlich der Strategien zu ordnen, mit denen man die Gleichung dann lösen kann. Okay, schauen wir uns mal an, was dieser Typ 1 bedeutet. Den gibt es ja offensichtlich bei allen Funktionstypen. Wie würdet ihr die Gleichung lösen? Ihr würdet die 4 auf die andere Seite bringen durch 2 teilen. Fertig. Wie würdet ihr die Gleichung lösen? Ihr würdet die 4 auf die andere Seite bringen, plus 4, geteilt durch 2 und dann die Wurzel ziehen. Weil die Wurzel ist ja die Gegenoperation zum Quadrat. Einfach umblättern, ihr seht es dann auch Schritt für Schritt auf den nächsten Seiten. Hier 4 auf die andere Seite bringen, durch 2 teilen, dritte Wurzel ziehen. 4 auf die andere Seite bringen, durch 2 teilen, vierte Wurzel ziehen. Vierte Wurzel ist ja die Gegenoperation zu hoch 4. Was würdet ihr hier machen? Ihr würdet natürlich L nehmen, also den Logarithmus zur Basis e, dann wäre das x alleine. Und auch hier würdet ihr dieses 2x minus 1 sozusagen aus dem Exponent bekommen, indem ihr L zieht und die Gegenoperation zu e hoch macht. Das heißt aber, bei all diesen Gleichungen ist doch die Strategie immer die gleiche. Ihr formt so lang um, bis ihr das x Quadrat, das x hoch 3 oder dieses e hoch x bzw. dieses e hoch mehr als x alleine habt und dann verwendet ihr die Gegenoperation. Ln ziehen, vierte Wurzel ziehen, normale Wurzel ziehen, je nachdem. Und das ist schon der Typ 1, erkennt ihr daran, dass ihr eine Gleichung habt, die ihr so umformen könnt, dass ein x sozusagen nur ein x Summand drin ist und der steht alleine und auf der anderen Seite steht eine Zahl und dann könnt ihr die Gegenoperation machen. Ihr seht ja, überall hier ist nur ein x drin, also diese 4 trägt nicht noch ein x in sich, ne? Und deswegen kann man das schön das x isolieren und dann die Gegenoperation anwenden. Was passiert? Typ 2, wenn mehrere Summanden x enthalten, wenn alle Summanden x enthalten. Also ich habe der 4 hier jeweils noch ein x dazu gesetzt und jetzt können wir eben nicht mehr so einfach das x isolieren, weil es ja eben 2 Summanden mit x hat. Und da ist eben der Trick, schaut es euch hier an, ich denke hier kann man sich gut überlegen, was würdet ihr hier machen? Ich denke, ihr würdet hier x ausklammern. X ausklammern, ich kann es ja mal kurz machen. Ihr seht es aber auch auf der nächsten Seite, ihr würdet x ausklammern, mal, von dem ersten bleibt dann noch 2x übrig, von dem zweiten eine 4, dann seid ihr hier. Und an der Stelle könnt ihr dann den Satz vom Nullprodukt anwenden. Erste Lösung ist x gleich 0 und zweite Lösung kriegt ihr dadurch, dass ihr das Teil hier gleich 0 setzt. Einfach einmal umblättern, wie gesagt, da seht ihr es. Warum ging es jetzt so gut? Weil eben alle Summanden x enthalten, kann ich x ausklammern. Und wenn ich dann den Satz vom Nullprodukt habe, dann habe ich eben den Vorteil, dass ich die Gleichung zerlegen kann. Aus einer Gleichung mache ich 2 einfache. Geht hier genauso. Hier kann ich auch x ausklammern und den Satz vom Nullprodukt anwenden. Hier genauso. Hier kann ich e hoch x ausklammern. Dann bleibt von dem ersten noch 2 e hoch x übrig. Und von dem zweiten eine 1 gleich 0. Na, denkt dran, das hier mal das hier gibt wirklich e hoch 2x, weil im Zähler, im Exponent wird ja addiert, x plus x gibt 2x, e hoch x mal 1 gibt e hoch x und auch hier kann ich den Satz vom Nullprodukt dann anwenden und zerlegen. Also immer dann, zweiter wichtiger Typ, wenn ich
eine Gleichung habe, bei der alle Summanden x enthalten oder alle Summanden e hoch x enthalten, also irgendwas mit x, sollte ich irgendwas mit x ausklammern, ne? Entweder x ausklammern oder halt eben hier e hoch x ausklammern. Und dann kann ich eben diesen Satz vom Nullprodukt anwenden. Das sind eigentlich schon die zwei wichtigsten Gleichungstypen. Die anderen zwei, die sind fast schon am Rand. Einer davon habt ihr eh schon drin, gibt es nur bei der Parabel. Was macht ihr, wenn ihr eine Parabel habt mit x Quadrat, x Unzahl? Natürlich sieht man ja, das ist was für die ABC-Formel, für die Mitternachtsformel. Manche nehmen auch die BQ-Formel. Ne, also ganz normal einsetzen in die Formel. Das ist praktisch, gibt es aber nur bei Parabeln. Und dass ihr eine Gleichung einfach mit einer Formel löst, das ist sozusagen die Strategie 3 dann schon. Dann gibt es noch einen spezieller Typ von Gleichung, Typ 4. Was würdet ihr mit der Gleichung hier machen oder mit der Gleichung? Vielleicht erinnert euch diese Gleichung hier irgendwie an die, weil eigentlich der Aufbau ist genau gleich. Ich habe hier irgendwas mit eine hohe Hochzahl bei dem x, hier nur noch die Hälfte sozusagen, das sind drei Summanden, der hintere Summand enthält kein x. Und ich kann durch einen Trick, durch eine Substitution, die kann ich euch aber jetzt nicht hier am Rande erklären, die müsst ihr euch auf der nächsten Seite angucken. Ich kann durch eine Substitution diese Gleichung, beide Gleichungen auf diese Form bringen. Substituieren heißt ersetzen, indem ich hier geschickt ersetze, mache ich aus der Gleichung die hier. Löst dann diese Gleichung und macht die Ersetzung rückgängig. Oder ich kann aus dieser Gleichung durch eine geschickte Ersetzung diese hier kriegen. Müsst ihr euch auf den nächsten Seiten angucken, aber eben Typ 4 gibt es dann halt nur genau in der Situation. Okay, und das waren dann aber schon echt alle Gleichungstypen überhaupt. Wenn ihr irgendein anderer Typ habt, dann könnt ihr das eigentlich nicht lösen. Und zudem wisst ihr jetzt, ihr müsst nur überlegen, ist das Typ 1, 2, 3 oder 4 und dann habt ihr das eigentlich schon durch. Auf eine Ausnahme muss ich euch hinweisen. Zum Beispiel diese Gleichung hier, x hoch 3 minus 3, x Quadrat minus x minus 3. Die passt jetzt nirgends rein. Also wenn, dann müsste es ja eine Gleichung dritten Grades sein. Typ 1 ist sie nicht, weil sie ja mehrere Summanden mit x enthält. Typ 2 ist sie nicht, weil bei Typ 2, bei diesem Ausklammersatz von Nullproduktsache, da darf niemals eine einzelne Zahl dabei sein. Ne? Also ich habe ja hier immer nur, jeder Summand enthält x. Aber hier habe ich ja eben die minus 3. Und zu den anderen Typen, Typ 3 und Typ 4, Kürze auch nicht, ja, weil es die gibt es bei hoch 3 gar nicht. Das heißt, eigentlich kann ich sie nicht lösen, habe ich ja vorher gesagt, weil sie nicht zu der Übersicht gehört, stimmt auch. Was manchmal noch geht, ist so ein ist Polynomdivision. Das ist kein reines Lösungsverfahren, weil ich kann die Polynomdivision nur anwenden, wenn ich schon eine Lösung weiß. Also wenn mir dann entweder die Aufgabe sagt, hey, hier ist die Gleichung, ich sage dir, x gleich 1 ist schon mal eine Lösung, finde mal die anderen raus. Oder wenn die Gleichung so gebaut ist, dass ich einfach selber mir eine Lösung ausdenken kann, üblicherweise ist es dann x gleich 1 oder x gleich minus 1 oder x gleich 2, dass ich das hier dann kurz einsetze, also mir eine Lösung selber errate sozusagen und dann weitermache. Also das ist die Ausnahme dazu. Wie gesagt, gilt insofern eine Ausnahme, weil ich eigentlich eine Gleichung nur dann lösen kann, wenn ich schon vorher eine Lösung weiß, was ja irgendwie eine komische Situation ist. Polynomdivision steht auf Seite 34, könnt ihr euch nochmal angucken, da ist erklärt.